Yo, servus liebe Schüsselfreunde, willkommen zu einem neuen Video von Smokebusterleben. Wunderschöne Grüße aus dem Buster's Paradise, aus dem wunderschönen Oberfranken. Und ja, heute geht es um eine neue Tabakmarke, und zwar Hukain ist schon etwas länger auf dem Markt, aber wir haben den zum ersten Mal jetzt auf unserem Kanal zum Vorstellen. Und wir haben da zwei Sorten, einmal den Felatio und einmal den Punani. Wir haben ja euch gerade so eine 3,5 Stunden ungefähr auf Instagram abstimmen lassen. Ihr seht es gerade mal eingeblendet. Ja, hier seht ihr es. 42:40 hat der Punani gewonnen, und den wollten wir auch unbedingt vorstellen, weil er uns jetzt ein bisschen besser schmeckt. Warum, das hört ihr gleich später. Und der andere, der Felatio, ist quasi der Blowjob-Tabak. Warum? Ich muss es euch kurz zeigen, Freunde. Ich muss es euch kurz zeigen. Sascha kann mal kurz die Beschreibung währenddessen vorlesen. Genau. Felatio heißt praktisch, Praktik sexueller Befriedigung, bei dem der Penis des Geschlechtspartners in den Mund genommen wird und mit Lippen, Zähnen und Zungen gereizt wird. Ja, also ihr seht hier oben, gut, ihr habt es wahrscheinlich gerade, jetzt ist der Fokus wieder nicht da. Hallo, Fokus! Ja, jetzt könnt ihr sehen, Freunde, hier oben, ne, ihr seht ja die, den Akt, sag ich mal. Ich werde jetzt da nicht weiter drauf eingehen, ne, dass uns da YouTube noch einen Strike reinhaut. Nee, ist auf jeden Fall der Blowjob-Tabak. Der Blowjob-Tabak, ja, genau. Der Blowjob-Tabak. Und ja, heute geht's um den Punani. Was soll der ganze Spaß sein? Es ist Mango, Maracuja, ein Schuss Orangensaft, ein Schuss Ananassaft und eine Minze, keine Mentholnote, also 5 Komponenten hat man da drinnen. Und an was erinnert das Ganze natürlich? Punani, Punika vielleicht oder sowas? War unser erster, also wir wissen es nicht, aber es war unser erster Gedanke. Genau, unser erster Gedanke, einfach hier so ein typischer Fruchtcocktail, was man aus so südlichen Ländern oder sowas kennt. Und ja, ich glaube, den wird es heute gehen, Juli, Preis, Geruch, wie auch immer, was, seit wann gibt's den oder was weiß ich auch immer. Ja, also Hukain hat ja schon mal die erste Charge, die ist schon draußen. Wir haben jetzt hier zwei von der neuen, die kommen dann mal das Video drehen, erst morgen raus. Also wir testen den jetzt gerade vom Release. Und ja, preistechnisch, OVP-technisch, schnitttechnisch, steht ja gerade eingeblendet. 200 Gramm kosten 16,90 €. Dosen sind typische True Passion Dosen, sage ich jetzt mal so, weil das ist die bekannteste Marke, wo diese Dosen eben vertreiben. Einfach diese schwarzen Dosen lassen sich schön übereinander stapeln. Innen drinnen habt ihr dann keinen Zipbeutel gehabt oder irgend sowas, sondern ihr habt einfach einen Nutella-Deckel, den ihr aufreißt. Dann habt ihr den Tabak lagerfertig drinnen, finde ich persönlich am besten. Dann habt ihr eine komische Scheiße, wenn wir mit den Zipper auskratzen und mit den ganzen Käse, das habt ihr ja alles nicht. Also sehr, sehr gut. Schnitttechnisch muss ich sagen, es ist ein etwas, ja, nicht ganz heller wird schon der Tabak, ein bisschen dunkler. Schnitttechnisch mittel würde ich fast behaupten, mittel bis schon in die grobe Richtung. Also ihr habt auch ein paar größere Ästchen oder sowas mit drinnen. Feuchtigkeit könnte auch ein bisschen trockener sein, also unten drunter habt ihr ein bisschen überschüssiges, stört jetzt aber meiner Meinung nach nicht, kann man immer noch ein Abtupfen oder sowas, Pfanne, Setup und so weiter, was Tobi gleich sagen, aber lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut bauen. Ja, kurz vorm Geruch zum Setup, wir rauchen auf dem Bühne seine Alpha X, yes, dem Alpaca Rua Chaya Kopf, haben wir ja letztens das vorgestellt, die beiden Alpaca-Köpfe von Somo. Und ja, zum Geruch, es kommt auf jeden Fall schon mal sehr intensiv auch aus der Dose raus. Es ist ein wirklich... Du sollst dir die Asche in mein Trinken hauen, du Depp. Entschuldigung. Es ist ein wirklich sehr exotischer Mix, muss man sagen. Es sticht eine Mango auf jeden Fall raus. Eine Mango. Ja. Sitzt doch übrigens hier und da. Oder vielleicht auch hier, ja. Es ist eine wirklich sehr, ich würde sagen, authentische Punika in dieser Dose drin. Ohne Scheiße. Also ich habe der Tobi und ich haben den vorhin das erste Mal aufgemacht und gerochen. Tobi und ich uns so angeschaut, das riecht auf jeden Fall echt wie Punika. Ja. Wie diese Multivitamin-Punika, also diese Punika überhaupt noch? Gibt es Punika noch? Natürlich. Der gelbe, genau, der orange, sagen wir es mal so. Der riecht auf jeden Fall, geruchstechnisch muss ich sagen, er kommt für mich an den Chaos Mangana ran. Echt schon verdammt gut, also Geruch ist schon mega. Es ist, man riecht eine Mango raus, sehr, sehr gute. Steht auch in der Beschreibung, also eine nie zuvor dagewesene Mango. Maracuja riecht mal auch safe raus. Orange ist so vielleicht nur im Abgang. Ananas auf jeden Fall ein bisschen. Ananas finde ich auch im Abgang. Also das riecht einfach auf jeden Fall an der tropischen Früchte mit dem Mischung. Und das in keinster Weise chemisch, wirklich sehr, sehr naturbelassen. Also ja, hoch, also am liebsten würde ich dann mal reinbeißen. Ja, und noch ganz kurz, Freunde, warum brauchen wir, bekommen wir jetzt ständig die Nachrichten, warum brauchen wir nur noch mit Pfanne oder sonst was? Ganz einfach, wir rauchen schon seit längerer Zeit nicht mehr im Tonkopf oder beziehungsweise nicht mehr viel, nur bestimmte Sorten, die darauf abgeschmeckt sind oder wirklich nur im Tonkopf laufen. Ist jetzt nicht so, dass wir den hassen oder sonst was, aber Tonkopf ist halt einfach Kohle drauf, Sieb drauf, eine Stunde rauchen, Tschüssikowski, dann sehen wir uns wieder. Sondern beim Pfanne habt ihr halt doch schon ein bisschen, könnt ihr mit der Alufolie spielen, und wir rauchen jetzt mit Smokebox, könnt ihr mal die Kohlen hier und da verschieben. Genau, man kann mit der Abstand spielen, genau. Mal Vollkontakt, mal Noppenkontakt, man kann einfach mit dem spielen und es einfach
sagen wir, eine kleine, etwas größere Herausforderung, wenn mit dem Tabak zu spielen, ja, und einfach die Flavors, die Aromen kommen einfach im Funnel besser rüber. Und welcher Tabak eigentlich im Funnel nicht rauchbar ist, ist kein so mega guter Tabak. Eigentlich sollte jeder Tabak im Funnel laufen, sollte zumindest dafür ausgelegt sein. Wir haben einfach keinen Bock mehr auf. Sagen wir so, wir rauchen einfach selten Tonkopf, wir haben einfach Bock auf Funnel, weil wir einfach Bock drauf haben. Und die nächste Frage, warum raucht ihr mit einem Schlauch? Alter, ich kann die Frage nicht mehr hören! Diese Alpha hat nur einen Schlauchanschluss. Genauso wie meine Noob und Felix seine Union. Und deswegen rauchen wir nur mit einem Schlauch. Jede gute Pfeife hat nur einen Schlauchanschluss. Richtig, jede gute Pfeife hat nur einen Schlauchanschluss. Und außerdem, wie gesagt, wenn ihr drei Leute durchgehend nuggeln, ist der Kopf innerhalb von 5 Minuten durch. Und außerdem ist Shisha eine Gemeinschaftssache. Deswegen kriegt ihr auch in der Shisha-Bar immer nur einen Schlauch. Weil entweder holt sich jeder eine Pfeife oder man gibt den Schlauch weiter. Das ist eine arabische Geste, dass man quasi, wenn man einen Schlauch nimmt, den anderen hinhält. Und der andere klatscht an der Hand ab. Das ist eine Gemeinschaftssache. Deswegen rauchen wir mit einem Schlauch, weil wir zu dritt sind und eine Gemeinschaft sind. Oder man macht so. Ja, genau, oder man macht so. Schöne Grüße an dich, Alex. Und noch die dritte Frage und Antwort. Das ist zum Beispiel das ist ein kleines Frage-Antwort-Video. Ich trinke heute kein Radler, wir trinken heute kein Radler, sondern ich trinke heute eine Sprite. Ne? Wer denkt's? Das ist 7-Up. Stimmt, sorry. Weil viele immer fragen, warum ich nur Radler saufe oder sowas. Also weil wir Auto fahren müssen? Genau, es ist so, wir fahren alle Autos, wir wohnen nicht hier drinnen oder sonst was, schön wär's. Aber wir müssen alle noch fahren und da trinke ich lieber zwei. Der Tobi macht zumindest so, ich trinke auch öfters mal ein Bier nur. Ich trinke keine zwei, meistens immer nur eins. Tobi trinkt halt dann dafür immer zwei Radler. Mir persönlich schmeckt Bier besser wie Radler, muss ich einfach so sagen. Aber es liegt einfach nur daran, dass wir noch fahren müssen. Und Radler ist eine Limo mit Bonus. Genau, richtig. Ist kein Alkohol. Aber, jetzt mal, um jetzt nicht zu sehr abzuweichen vom Thema, richtig, ja. Gehen wir auf Tabak zurück. Und zwar muss man ganz klar sagen, Rauchentwicklung ist auf jeden Fall schon mal sehr top. Vor allem typisch, wenn mehr Hitze drauf ist. Der war vorher noch ein bisschen dichter und hat überhaupt nicht verkokelt geschmeckt oder sonst was. Der ist wirklich hitzeverträglich. Und geschmackstechnisch muss ich auch sagen, es ist selten, dass ein Tabak auf Anhieb so richtig geil schmeckt. Und ja, vor allem aufgemacht, ja. Genau, und vor allem dann auf die Dauer hin beim Rauchen konstant sich nicht stark verändert. Vor allem am Anfang hat man sehr oft, dass der Tabak die ersten 5 bis 10 Minuten ein bisschen anders schmeckt wie danach. Und sehr oft sogar, ja. Und hier ist es wirklich so, der Tabak schmeckt jetzt seit wir ihn angeraucht haben eigentlich konstant gleich. Ja. Und er schmeckt auch wirklich vollmundig, also es ist ein wirklich intensiver, aber nicht zu brachialer Geschmack. Es ist eine richtig, richtig geile Mango dabei, finde ich. Die Ananas begleitet das Ganze ein bisschen, finde ich. Ich bin also kein so Ananasraucher in dem Sinne. Aber hier ist er wirklich sehr, sehr gut. Frische oder Minznote habe ich jetzt hier eher mäßig nur rausgeschmeckt. Ansonsten die anderen Noten sind alle dabei. Also es ist ein richtig runder Mix und es schmeckt wie Fanta. Das ist wirklich Fanta? Ja, wie Fanta, wie Sprite, wie Tunica. Ich wollte gerade sagen, du isst keine Ananas, sondern du wohnst in einer, oder? Ganz tief im Meer. Nee, das bist du. Ach, das bin ich. Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mein Geschmacksfazit muss ich wirklich aussagen. Also ich habe den Fellatio, haben wir vorhin Rosario auch schon geraucht. Aber wo, der läuft gerade hier in meiner wunderschönen... Ja, dass du dein Scheißding auch mal zeigen kannst. Ne? Scheißding! Pass auf, Leute, entscheidet mal, schreibt mir, kommt da welcher schöner, Noob oder Alpha? Definitiv die Noob. Die definitiv Alpha, die ist einfach ultra sexy. Ich muss sagen, ich habe beide schon probiert. Vorhin im Livestream habe ich den Fellatio geraucht. Ich muss wirklich sagen, der Punani schmeckt mir persönlich besser. Gut, das andere ist Honigmelone, Wassermelone und sowas, das ist eh nicht so mein Fall. Aber ich muss auch sagen, er schmeckt fast wie er riecht. Ein bisschen schwächer, aber ist ja klar. Aber so von den Flavors her würde ich fast sagen, man schmeckt alles raus. Mango ist auf jeden Fall am dominantesten. Ja. Maracuja schmeckt man auch raus, Ananas, wirklich ein sehr, sehr guter tropischer Mix. Und Johannes, du siehst das Video mit Sicherheit. Hast was Gutes gezaubert, ne? Also wir schreiben ja öfters mal ein bisschen in Instagram. Top. Ja, komm ich schnell zu meinem Geschmacksfazit, ich brauche hier nichts mehr sagen. Die beiden Jungs haben alles gesagt, es schmeckt wirklich mal alles raus. Die Mango schmeckt mal raus, die Maracuja schmeckt mal raus, die Orange und die Ananas schwingen so im Hintergrund ein bisschen mit. Das Einzige, was ich ein bisschen vermisst, ist die Minze, davon schmecke ich rein gar nichts. Ist aber also mir eigentlich scheißegal. Mir ist es egal, ich finde es gut, dass man Tabak ohne, bis das mit sehr wenig Minze gibt. Also es ist kein bisschen kühl im Rachen, also ich merke von der Minze nicht viel. Finde ich aber auch mal positiv, weil ich meine, in der Punica ist ja jetzt auch gar Minze dabei. Ich glaube, das würde stören. Deswegen finde ich den eigentlich so, wie er ist, ganz geil. Und ich habe gerade noch einen Grund gefunden, warum wir nur mit einem Schlauch rauchen. Weil wir jede eine Pfeife rauchen. Nur halt im Video, wenn ich jetzt halt hier zum Beispiel den Blowjob-Tabak drin habe und es geht um den Puhnigger, dann brauche ich bloß eine Pfeife hier. Und nach dem Video kommt meine Pfeife wieder hin, Tobi seine kommt wieder dahin und jeder hat seine einzelne Pfeife. Da braucht man nicht mehr Schläuche. Ne? Ihr seht nur im Video immer nur eine Pfeife, aber normalerweise hat jeder mindestens eine an. Ne? Ja, genau.
Ja, das wollte ich jetzt noch gesagt haben. Aber mehr gibt es euch, glaube ich, nicht zu sagen. Und uns allen drei gibt es definitiv mal eine probieren. Ich würde auch noch sagen, ich würde es als Sommertabak für den Winter. Auf jeden Fall. Ja? Also den kann man safe das ganze Jahr rauchen. Den kann man safe das ganze Jahr rauchen. Also wie gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass der so einen Hocker reißt, aber ich habe vorher schon dran gerochen, da war schon ziemlich geil. Also ich muss echt sagen, da hat Luca Ihnen was richtig Gutes gezaubert, dann hoffe ich, ihr könnt euch den Tabak mehr bringen. Von uns dreien gibt es auf jeden Fall eine Brühempfehlung. Yes. Ihr wisst trotzdem, Shisha rauchen ist ungesund, ist rauchen, bleibt rauchen, deswegen empfehlen wir es nicht weiter, muss jeder selber wissen, aber trotzdem ist Shisha kein Hobby, sondern eine Leidenschaft. In dem Sinne, macht's gut, haut rein und Servus!